Was geht, Leute? Weltkriegszeit. Ich habe leider nur ein Video für euch. Mein erster Angriff ist erfolgreich abgeschmiert, leider. Vielleicht muss ich das Handy mal wechseln. Irgendwie habe ich das Gefühl, Android-Handys werden nach so einer bestimmten Nutzungsdauer langsamer. In der Basis, was hat sich eigentlich getan? Wie gesagt, ich bin nur noch zwischendurch on, weil die Nahrungsmengen habe ich, oder die Ressourcenmengen, die ich brauche, habe ich ohnehin. Sprich, ich werde selten angegriffen. Ihr seht ja, die Mauern sind überwiegend, würde ich jetzt sagen. Wenn ich versuche, das so einzuordnen im Sinne von alle Gebäude, die ich upgraden muss, bis Atommax, und alle Mauern, die ich upgraden muss, bis Atommax, bin ich bei den Mauern jetzt bei 65% etwa und bei den Gebäuden bei, weiß ich nicht, 35%. Also ich möchte auch nicht zu früh fertig sein. Dementsprechend bin ich nicht so viel on. Ich farme die ganzen Nahrungs- und Gold- und Ölmengen, die ich benötige. Halte permanent hier die Forschung im Laufen. Das Scharfschützen, oder wie heißt es, Wachposten-Kapitel für die Scharfschützentürme kommt bald zum letzten. Radar habe ich fertig, Datenverarbeitung habe ich jetzt aus Spaß angefangen. Elite-Fallschirmjäger interessieren mich derzeit noch nicht. Monumente ist total uninteressant. Kriegsvorbereitung auch uninteressant. Drehflügler auch noch nicht interessant zumindest. Das MTW-Kapitel möchte ich auf jeden Fall noch erforschen. Allerdings brauche ich hierfür noch immens mehr an Öl. Das Öl habe ich aber derzeitig einmal in die Flugzeuge gesteckt. Ich habe also in 3 Tagen und 6 Stunden, glaube ich, 5 Stunden MK6, also Atommax-Flugzeuge. Die Bunker sind ja auch schon oben. Das bedeutet, die ganzen Forschungen und die Upgrades, die ich für Öl machen muss, schränken sich dann drastisch ein. Und ich kann das Öl viel gezielter einsetzen. Eine Flugabwehr ist schon oben, der zweite Mörser geht hoch und das erste Panzerdepot ist da. Jetzt habe ich natürlich darauf spekuliert, dass ich alles ohne den vierten Markt und die vierte Mühle schaffe. Aber ich sehe gerade, es kostet 11,8 Millionen. Also ich muss definitiv gegen Ende oder bald den nächsten Markt bauen, damit ich das Panzerdepot nochmal auf die letzte Stufe upgraden kann. Vorher mache ich also erstmal die anderen beiden Panzerdepots, die Mörser noch, eventuell die Türme. Ich bin mit den Fallen auf jeden Fall fleißig dabei. Hier, die geht jetzt auf Stufe 4 hoch, die geht auf Stufe 5, die ist auf Stufe 3 und die hier... Eine Mauer? Hä, was geht denn hier hoch? Achso, der Mörser. Die hier ist auf Stufe 3, okay. Also Pläne gibt es sofern für die Basis keine mehr. Wie gesagt, wenn ihr irgendwie Lust habt, dass ich irgendein Video mache, irgendein interessantes Thema habt oder von mir aus auch nur einen Basisbesuch oder ein neues Basislayout abzuladen, dann mache ich das natürlich. Ein paar von euren Vorschlägen sind sehr, sehr lustig. Ich habe unter anderem den Vorschlag bekommen, ein Video zu machen, how to befolge Regeln in einem Weltkrieg. Das wird die meisten nicht interessieren. Und was soll man da als Thema nehmen? Wie soll man Regeln befolgen? Manche Allianzen sind semi-strukturiert, andere sind strukturiert. Andere haben ein total offenes Prinzip und sagen, greif an, so hoch wie möglich, so niedrig wie nötig. Also ich glaube, manche Ideen sind halt gut gemeint, aber die sehe ich selbst nicht als sinnvoll an, weil es dafür auch keine Zuhörer gibt, die es interessiert. Andere empfinde ich als sehr, sehr sinnvoll. Und selbst wenn ihr schon mal gefragt habt im Sinne von, komm uns mal besuchen, gib mir eine Basisbewertung oder so. Und ich bin bis jetzt dem nicht nachgekommen. Nochmals, das liegt dran, weil ich so verpeilt bin und mir nicht alles merke. Ich schreibe es mir manchmal auf nebenbei, dann geht der Zettel verloren. Ja, und in Summe ist es dann leider auch vergessen worden. Das hat nichts damit zu tun, dass ich es nicht machen möchte. Dann, Basis habe ich soweit erklärt. Wir können mal in den Weltkrieg reinschauen. Frosch im Hals. Ah, jetzt ist es deutlich besser. Und wir kämpfen derzeit gegen, weiß ich nicht, ist das südkoreanisch? Ich denke, das Zeichen hier scheint irgendwie, italienisch wird es nicht sein, mexikanisch. Auf jeden Fall irgendein komisches Flaggenzeichen haben sie hier oben. Ist aber eine Stufe 10 Allianz, eine Top 50 Allianz und dementsprechend ein harter Weltkrieg für uns. Mein Erstangriff sollte auf die 10 gehen, auf die 12. Genau, auf die 12, ist leider abgeschmiert und daher mein Zweitangriff auf die feindliche Nummer 10. 231, Global 2, kalter Kriegszeitalter, offenkundig kein kalter Kriegszeitalter, sondern viel eher, wie soll ich es nennen, atomar minus. Wir haben 3 Panzerdepots auf Atomzeitalter, aber nicht Max, einen Stall auf Aufklärungszeitalter, die Mörser sind alle Max, die Flugabwehren sind global. Bunker sind beide Max, das ist ein solides Akropolis-Layout, sprich alles ist um die Akropolis und um das Raketensilo drumherum gebaut. Die Mauern sind irgendwo zwischen ganz wenige Elfer, sehe ich, ganz wenige Neuner sogar noch oder Zehner dazwischen. Überwiegend sind es 14er Mauern,
Ja, ich meine, das wären. Ne, 15er Mauern. Atomzeitalter Mauern sind es überwiegend, genau. Also ist alles bunt durcheinander gemischt, ist ja auch scheißegal. Mein Plan wäre es, die Ablenkungstruppen von unten, also 6 Uhr, starten zu lassen, meine Haupttruppen von links, also von 9 Uhr. Und da ich gesehen habe oder auch in letzter Zeit des Öfteren merken musste, dass ich bei sehr, sehr komplexen Maze-Layouts wirklich oft nicht scheiße gebaut habe, aber wirklich unerfolgreich war. So im Sinne von, dann kommen nur 1-2 Stände dabei raus, weil die Truppen alle durch die Eingänge laufen. Und da ist es egal, wie stark deine Truppen sind oder wie gut du köderst. Wenn die permanent in den Fallen stehen, hast du einfach verkackt. Und bei so richtig starken Maze-Layouts habe ich tatsächlich Probleme. Darum fange ich jetzt immer mehr und mehr an, auch wieder mit den Sapeuren, also diesen Mauersprengern, Mauerbrechern zu arbeiten. Anders kommt man halt nicht weiter. Dementsprechend habe ich ab jetzt grundsätzlich immer einen Mauerbrecher dabei, um Allianz-Herausforderungen machen zu können. Den werde ich jetzt auch hierbei nutzen. Gespendete Truppen und Koordinationstruppen. Wow. Wie heißt es nochmal hier? Botschaftstruppen. Koalition. Wow. Koalitionstruppen werde ich von rechts setzen und dann hoffentlich auf eine schnelle Zeit gehen. Ich denke, aufgrund der Tatsache, dass hier keine Defensivkoalition an sind, ich Offensivkoalition habe und das ganze Layout eher in Richtung leicht unteratomarem Zeitalter ist, ist hier eine Zeit irgendwo um die 1,40, 45 drin. Genießt den Angriff.